Hallo und herzlich willkommen zurück bei Expeditions Viking. Ja, wir sind in einen Hinterhalt geraten. Wir waren gerade auf dem Weg zu einer Kirche. Und jetzt werden wir uns mal dem Feind stellen. Wollen wir uns dem Feind stellen oder wollen wir den Kampf vermeiden? Wir werden den Kampf vermeiden, aber wir haben es nicht geschafft. Deswegen müssen wir in den Kampf gehen. Gut ausgeruht sind unsere Leute. Ja, wir haben ja auch viel gelagert in letzter Zeit. Wir nehmen Röskva mit. Wir nehmen Ragnar mit. Wir nehmen Nefja mit. Wir nehmen Kettil mit. Und damit haben wir alle. Hoffentlich wird Aslife nicht noch weiter verwundet, aber wir werden sehen. So, was haben wir denn da für Gegner? Oscar Übersunu, Hund, Hund und Kenwin Monistotha. Ja, wer auch immer das ist, möglicherweise sind auch im Hintergrund noch mehr. Wenn wir eigentlich sehen, wie weit die sich bewegen können. Bewegung 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Bis auf seine Position. Ich würde nämlich sagen, wir ziehen uns erstmal zurück, damit wir im nächsten Zug voll angreifen können mit Sturmangriff und allem Pipapo. Ah, seht ihr, da kommen nämlich noch mehr. Noch ein Nahkämpfer, Bogenschütze, noch ein Hund ist da. Der kann sogar bis zu uns rankommen, okay. Ja, aber angreifen können sie dann nicht mehr. Ja, genau, weil sie ihre volle Bewegung aufbrauchen. Was gut ist. Und sie demoralisieren uns. So, jetzt unsere Runde. Aslife. Angriff. Sehr gut. Nefja greift hier mal an. Sehr schick. Röskva, kannst du ihn mit der Schleuder erledigen? Nein, verfehlt. Ah, das ist ärgerlich. Versuchen ihn mal so zu erledigen. Das klappt zumindest. Es wäre schön, den noch zu besiegen. Kritischer Treffer. 78 Hits. Das ist gut. Und hier ist ein Gelegenheitsangriff von den beiden möglich. Ja, und der Hund beißt uns. 32. Oh. In Verse. Wie cool. Können wir ihn irgendwie. Den habe ich nicht gesehen. Shit. Irgendwie in Deckung bringen. Nee, ist nicht der Fall. Ich hoffe, dass wenn der jetzt den hier Kettil angreifen würde, dass die anderen das verhindern durch Gelegenheitsangriff. Ich bin da nicht hundertprozentig sicher. Gehen wir in die nächste Runde und schauen es uns an.
Sprungangriff gegen Aslife, aber der widersteht. Und Ziegler kann den Angriff blocken. So, Bogenschützin, was macht sie? Verfehlt, hervorragend. Betäuben haben wir auch widerstanden. Ah, gut. Bisher läuft es ganz in Ordnung, muss man mal sagen. Rasqua, komm, mit der Schleuder, diesmal triffst du. Nee, natürlich nicht. Dann muss Nefja sich mal drum kümmern. Die Hunde halten auch recht viel aus, ehrlich gesagt. Neunundfünfzig Schaden. Das wird auch nicht reichen, hier nochmal drauf zu gehen. Lass uns hier mal ganz vorrücken. Kann er entkommen eigentlich? Ja. Bewegt sich durch Gelegenheitsangriffe, ohne diese auszulösen. Sehr gut. Und wen greifen wir an? Den Hund. 64. Okay, nächste Runde. Okay, diesmal trifft Oscar. Da oben die. Oh, die hat doch noch eine Axt dabei. Ah, die teilen ganz gut aus. Den Angriff des Hundes können wir wieder abblocken. Das ist gut. So, der ist hinüber. Wir werden Aslife in den Nahkampf bringen. Der wird nochmal beschossen auf dem Weg dahin, kann das aber abblocken. Rasqua, bitte triff doch jetzt mal. Komm. Ist der jetzt erledigt? Ja, ich glaube. Nicht schlecht. So, dann Kettil wieder nach vorne und greifen wir jetzt da an oder da. Ich würde sagen, hier erstmal. Geblockt. Und Ragnar. Was kann Ragnar jetzt ausrichten? Ehrlich gesagt, nicht viel. Ja, dann werden wir ihn doch nochmal zurückziehen. Nutzen da auch die. Wie hieß das jetzt hier? Taktische Bewegung, um uns aus der Kontrollzone rauszubewegen. Und zu verhindern, dass wir einen Gelegenheitsangriff abkriegen. Okay, der Bogenschütze zieht sich zurück da oben. Interessant. Jo. Mal schauen, ob Röskorn nochmal treffen kann. Nein, sie verfehlt. Aber Kettil ist doch treffsicher, oder? Ja, aber der Angriff wurde geblockt. So, Nefja, komm. Ah, auch das wird geblockt. Das ist ja ärgerlich. Aber Aslef schafft es tatsächlich hier, die Bogenschützen komplett auszunocken. Ja, dann lasst uns hier doch noch mal nach vorne gehen. Denn außerdem hier ist nur noch die Bogenschützin da oben. Eine Bedrohung. Okay. Vorhersehen. Hat da ja nicht viel gemacht, der Gegner. Ragnar 27, ja, der braucht auf jeden Fall eine bessere Waffe, glaube ich. So, Kinners, ab nach vorne. Kannst du da hinschießen? Nein.
Kann Aslef einen Sturmangriff dahin machen? Nein. Dann muss er einfach so dahin gehen. Und Nefja, ah, Nefja hätten wir, das war ein Fehler, einen weiter hinten lassen können, dann hätte sie, glaube ich, mit dem Streckenangriff, kann sie über drei Hexfelder angreifen. Ja, vielleicht hätte das gereicht, wer weiß. Wer weiß, wer weiß. So, sie packt wieder ihre Axt aus und teilt einen kritischen Treffer aus. So, Roskva heilt hier mal. Sehr gut. Stellt sogar die vollständigen Punkte wieder her. Das ist wirklich gut. Und Nefja schafft es immerhin, den Schild zu zerstören. Was jetzt Ketil eine Chance gibt? Oh, 42 ist okay. Tja, Sieglück schafft es nicht mehr ran. Da müssen wir noch einmal in die nächste Runde gehen. Okay. Elfwin repariert ihren Schild. Und dann sollten wir es jetzt gleich geschafft haben. So, Ragnar darf nochmal. Absorbiert. Ja, dann Nefja, ne? Wie immer. Ja, aber leider nur wieder den Schild zerstört. Und so kann Roskva mit ihrer Schleuder den Kampf beenden. So, keine neuen Verletzungen. Hervorragend. Wir können noch plündern. Ups. Haben sie hier sogar noch eine Truhe? Gibt's hier beim Feuer noch irgendwas? Nee, ne? Okay, da ist die Map auch vorbei. Dann gehen wir nochmal eben zu den Feinden und schauen, ob die was liegen haben. Okay, man kann Hundefleisch sammeln. Eine Fackel, Felle, Fleisch. Dann haben wir jetzt alles, glaube ich, eingesammelt, was wir einsammeln konnten. Ne, hier gibt es noch eine Blume. Ha! Eine Blume, du. Ah, da unten geht's auch noch runter. Gehen wir doch mal darüber. Schauen mal, was wir da finden. Vielleicht ist da noch was. Ne. Hier ist noch ein Blümchen. Und dann können wir uns können wir aus dem Kampf raus. Und das Lager, wollten wir da jetzt bleiben? Nee, eigentlich wollten wir weitergehen. Lass uns hier noch. Aslef hinkt schon eine Weile hinterher. Ein paar deiner Gefolgsleute reagieren darauf verärgert. Der Hüter wirkt recht blass und seine Stirn ist glühend heiß. Es ist klar, dass er sich etwas eingefangen hat. Lass mich mal sehen. Das ist übel. Wir müssen dich behandeln, wenn wir das nächste Mal unser Lager aufschlagen. Ja. Ah, dann machen wir das sofort. Ich will nicht, dass sich das verschlechtert, seine Verletzung. Können wir ihn vielleicht auch zweimal heilen? Nein, die Medizin reicht nicht aus. Ach, er hat eine Infektion auch noch dazu bekommen. Ja, aber nee, wir haben nicht genug. Dann
Zumindest die Verletzung, die er da im Schritt oder wo das hat, war, ist noch leicht. Ja, okay. Bleibt die Infektion, mit der wir uns noch auseinandersetzen müssen. Aber da wir keine Kräuter ausreichend haben, gehen wir erstmal weiter. Es ist ein heißer, schwüler Tag und obwohl sich deine Begleiter nicht beschweren, bemerkt man langsam Zeichen der Unbehaglichkeit. Du entdeckst einen Platz im Schatten einer alten Eiche und ordnest eine Rast an. Deine Leute lassen sich erleichtert im feuchten Gras nieder. Du sitzt eine Weile ruhig da und lauscht den summenden Insekten. Auf der anderen Seite des Baumes flucht Helga leise, als eine Wespe anfängt, um ihren Kopf zu kreisen. Die Archetype schlägt vergeblich nach dem aufgebrachten Insekt, aber das scheint es nur noch mehr zu reizen. Schließlich schwirrt die Wespe ab. Helga wirkt einen Moment lang ziemlich zufrieden mit sich selbst, aber dann verzerrt sie schmerzhaft ihr Gesicht. Die Archetype, ich weiß nicht, das ist irgendwie ein Übersetzungsfehler hier, springt auf und beginnt energisch und kreativ zu fluchen. Wo hat sie dich erwischt? Ihre Augen lodern mit Schrecken und Schmerz. Sie hat mich am Rücken gestochen. Scheiße, das tut weh. Als Helga ihr Hemd hochzieht, siehst du den Stachel, der noch in der bereits anschwellenden Haut steckt. Sieht recht übel aus. Vielleicht muss Helga tatsächlich behandelt werden. Oh, come on! Ja, sie zählt es auch als verletzt. Wir gehen jetzt zu der Kirche. Ja, Helga. Leichte Infektion in der Brust. Laslev hat eine mittelschwere Infektion und immer noch eine leichte Stichwunde. Brrr. Uiuiuiui. Dann nehmen wir die beiden mal nicht mit. Ketil Nefja kommt mit Röskva standardmäßig. Ragnar und lass uns Gunnar mitnehmen. Gunnar, der Berserker. Spannend, was da jetzt gleich passiert in der Kirche. Aha, wir starten direkt drin in der Kirche, okay. Und können in das Fass gucken, das leer ist. Hier stehen Krieger, die Namen haben, die irgendwie... Cuthbert, oh, guckt mal. Also wir können uns hier überall bedienen, ohne dass es als Diebstahl gilt. Tausend 900 Preziosen. Wie könnt ihr es wagen? Das ist Eigentum der Kirche, Cuthbert. Aha, ja, das war der Kirchenschatz jetzt also, die anderen Sachen nicht. Okay. So, dann positionieren wir uns mal ein bisschen um. Okay, und schauen mal, was der Gegner macht. Er benutzt eine taktische Bewegung, um sich zurückzuziehen. Sakrament wird aktiviert. Hilft das gegen heidnische Krieger? So. Kettil kann da nicht hinschießen, aber da. Der Gegner ist damit geplagt. Und Ragnar kann ihn tatsächlich erledigen. Der hat scheinbar keine Rüstung. Können wir einen Sturmangriff da hinten hin machen? Ja.
Es bringt aber nicht so viel. Ich glaube, wir sollten sie besser einsetzen gegen. Ah, ging nur auf das Schild. Gegen diese Krieger hier. Okay, Röskva trifft mit ihrer Schleuder. Wir bringen sie mal in Deckung. So, was machen wir hier drüben? Kann Nefja sich dahin bewegen? Ja, kann sie. Das bedeutet, dass. Ah! Gunnars Angriff wird geblockt. Aber Nefjas Angriff nicht. 62. Ja, das ist okay, würde ich sagen. So, der macht wieder Sakrament, hat auch eine Schleuder dabei. Interessant. Der auch. Und sie versuchen uns zu betäuben. Was bei Nefja auch funktioniert hat, sehe ich gerade. Okay, Ragnar richtet da nicht viel aus. Nefja kann nicht auf den Typen schießen, warum nicht? Hä? Dann soll sie mal in den Nahkampf gehen, auch wenn sie nicht viel Schaden ausrichtet. Das klang ja ulkig. Nee, der kann auch nicht dahin schießen. Ist ja komisch, dann schießen wir hier auf Wulfrid. Geplagt immerhin. Und unsere gute Anführerin könnte angreifen. Zumindest den Schild zerstört. Das ist doch schon mal was. So, taktische Bewegung. Der zieht sich da hinten zu dem Priester zurück, zu Cuthbert. Was hat der denn rausgeschleudert? Ui, 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 ui. Teddy, komm schon. Trifft den sehr gut. Wir schicken mal Nefja zur Hilfe hier hinten. Die regelt das wieder. Ist jetzt auch ein Blutrausch. Und Röskva müsste auf die Entfernung ja treffen. Ja, jawohl. Cuthbert, ist das der heilige Cuthbert oder welcher Cuthbert ist das? Ja, Ragnar, wie gesagt, kann gegen diese schweren Gegner fast nichts ausrichten. Gucken, ob Gunnar jetzt nochmal 60. Ja, schade, keinen kritischen Treffer. Und da gibt es hier hinten noch Æthelgifu. Naja. Aber der Kampf ist quasi gewonnen, kann man sagen. Der hier repariert. Wulfet repariert seinen Schild. Ansonsten macht der Gegner nichts. Das heißt, wir können jetzt gewinnen, hoffentlich, wenn wir denn nicht nur sein Schild treffen. Komm schon. Jawohl. Kettil wieder. Und Nefja bitte zur Unterstützung. Damit haben wir die Gegner besiegt. Aber wir wollten sie doch gar nicht töten. Wir wollten nur das Geld. In den Büchern, da steckt scheinbar auch Geld drin. So, gibt es hier noch irgendwas? Die Bücher auf den Bänken hier kann man nicht nehmen. Die Webereien kann man auch nicht nehmen.
Da ist doch noch eine Tasse oder sowas. Kann man aber auch nicht nehmen. Draußen noch irgendwas? Nein, dann verlassen wir die Kirche wieder. Plündernd und raubend ziehen wir durch Englerland. Und weiter geht's auf unserer Reise. Wir gehen noch mal einmal ins Lager und versuchen, diese Infektionen zu behandeln. Dafür reicht es wieder nicht, ne? Also wir können seine Stichwunde zumindest versorgen, das ist ja schon mal was. So, tüfteln wollte ich hier und zwar Krähenfüße bauen. Ich kann Ragnar noch. Reparaturen. 43 Fälle. Die haben wir leider nicht. So, mal gucken, ob hier wieder so eine Romanze passiert. Oh, diesmal sind wir sogar in einer Hütte. In einem Haus. Und Aslives Stichverwundung. Stichverletzung ist geheilt worden. Das ist schon mal was. Jetzt müssen wir uns dann bald nochmal um die Pier ist fertiggestellt worden. Ah, auch gut. Um die anderen Dinge kümmern. Festung würde die Macht erhöhen. Versammlungsplatz würde Macht erhöhen und Preziosen bringen. Der Markt den Wohlstand. Kräuter, Wohlstand und Kräuter, Wohlstand und Rationen. Ich habe das Gefühl, dass Kräuter eher das Problem sind, deswegen gehen wir mal auf den. Eine Woche wird es dauern, weil wir keine Sklaven haben. Ja, okay. Wir bestätigen das. Oh, wir haben Felle gefunden. Nee, darunter wollen wir bitte nicht gehen. Schlechter Unterschlupf, schlechte Nahrung, viel Sicherheit. Hier der Hadrianswall. Das ist noch ein ganzes Stück Weg da hoch, muss man mal sagen. War das besetzt? Nee. Lass uns mal weiterreisen. Hungrig ist immer noch keiner. Dann können wir vielleicht noch weiter gehen. Nicht mehr ausgeruht, aber auch nicht müde. Dann lass uns doch noch einmal weitergehen in den Wald. So, jetzt sind sie hungrig. Deswegen werden wir die Kampagnenkarte verlassen und das Waldlager betreten, liebe Freunde. Aber das machen wir wie immer in der nächsten Folge, wie immer. In der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute. Bis bald, macht's gut, euer Le Petit Capot.